Was wäre, wenn der Spinosaurus bereits in The Lost World Jurassic Park 2 mit dabei gewesen wäre? Ja, das ist eine Frage, die ihr mir öfter mal geschickt habt. Und bevor wir jetzt mit der eigentlichen Fragestellung anfangen, muss ich vorher eine Sache klarstellen. Denn es wird auf diesem Kanal hier zwei Was wäre, wenn der Spinosaurus in The Lost World Jurassic Park gewesen wäre Videos geben, die sich aber doch voneinander unterscheiden. Vor einiger Zeit habe ich angefangen, so meine eigene Geschichte zu entwickeln, mein eigenes Was wäre, wenn im Jurassic Park Universum. Wir hatten damit begonnen, uns Gedanken darüber zu machen, was denn wirklich gewesen wäre, wenn der Spinosaurus anstatt der T-Rex in Jurassic Park 1 dabei gewesen wäre. Und daraus ist so eine kleine, wie ihr findet, wie auch ich finde, sehr interessante Konstellation an Geschichte geworden, in welcher wir, naja, die Story immer ein bisschen weiter gesponnen haben. Diese Geschichten habe ich mit eigenen Animationen versehen, habe quasi versucht, überall den T-Rex rauszunehmen, wo eben der T-Rex im ersten Film mit dabei gewesen ist, und habe stattdessen eben den Spinosaurus mit eingeführt. Das darauffolgende Was wäre, wenn Dennis Nedry denn wirklich die Embryos an Louis Dodgson übergeben hätte Video, das basiert auf das allererste Was wäre, wenn der Spinosaurus in Jurassic Park 1 dabei gewesen wäre Video. Und da wurde ich dann darauf hingewiesen, ja, Tobi, ich finde das ja sehr cool, diese ganze Was wäre wenn Story, aber könntest du vielleicht doch einfach mal prinzipiell darauf eingehen, was denn gewesen wäre, wenn der Spinosaurus in Jurassic Park 2 gewesen wäre, und zwar, naja, abgekoppelt von deiner eigenen Was-wäre-wenn-Story. Und ich verstehe den Gedankengang dahinter, denn unsere Was-wäre-wenn-Geschichte, die wir entwickelt haben, geht ja schon in eine ganz andere Richtung. Und zwar haben wir damit aufgehört, dass sich Robert Muldoon, Alan Grant, Ellie Sattler und Benjamin Lockwood getroffen haben, was ja im Film halt überhaupt nicht so passiert ist. Das heißt, ja, ich habe dir mal diese gesamte Was-wäre-wenn-Timeline, die ich mir selber ausgedacht habe, unten in die Beschreibung reingesetzt. Das sind quasi diese beiden Videos, die du jetzt hier siehst. Die gehören dann wirklich zusammen, und dazu wird es auch noch eine Fortsetzung geben, ein Was-wäre-wenn der Spinosaurus in The Lost World Jurassic Park 2 dabei gewesen wäre. Das wird aber dieses Video sein. Das ist das Cover, das Thumbnail von der Geschichte, die eben auf den anderen beiden Was-wäre-wenn Geschichten basiert. In diesem Video jetzt hier besprechen wir aber einfach mal eine von diesen Was-wäre-wenn-Geschichten losgelöste Frage. Was wäre denn wirklich gewesen, wenn der Spinosaurus in Jurassic Park 2 schon dabei gewesen wäre? Und zwar, ja, wir machen das so, dass wir uns wirklich die Gedanken machen. Wir packen dieses Was-wäre-wenn jetzt hier einfach in den geschichtlichen Kanon rein. Jurassic Park 1 ist genauso passiert, wie eben auch Jurassic Park 1 passiert ist, und jetzt überlegen wir uns, okay, was wäre denn wirklich geschehen, wenn Dr. Ian Malcolm und Co. auf der Isla Sorna angekommen wären, um Sarah Harding zu suchen, und dann gemerkt hätten, oh, hier ist der Spinosaurus am Werk. Die Geschichte ist gar nicht mal so weit hergeholt, denn der Spinosaurus stammt hier auch von der Isla Sorna, von daher würde ich sagen, ja, wir fangen jetzt erstmal an mit dem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Mit dieser Fragestellung jetzt hier leiten wir übrigens die Urlaubsvideos ein. Zum Zeitpunkt, wo du dieses Video jetzt hier siehst, werde ich schon im Urlaub sein. Ich habe ein paar Videos für euch vorproduziert, die jetzt eben, naja, nach und nach dann auch veröffentlicht werden. Das ist jetzt quasi die Nummer 1. Und ich finde, das Thema ist sehr interessant. Ich habe mir da jetzt wirklich ein bisschen mehr Gedanken drüber gemacht, was denn gewesen wäre, wenn der Spinosaurus schon in The Lost World Jurassic Park 2 am Start gewesen wäre. Für den Fall, dass du, naja, den Hintergrund noch nicht genau kennst, warum der Spino eigentlich wirklich erst in Jurassic Park 3 aufgetaucht ist und nicht schon in Jurassic Park 2. Der Hintergrund ist ganz einfach der, dass Dr. Henry Wu erst nach den Ereignissen von The Lost World Jurassic Park 2 auf die Isla Sorna gereist ist, um eben dort geheime Experimente zu machen. Durch das sogenannte Amalgam Testing ist dann der Spinosaurus entstanden, der aufgrund von Genmanipulation sehr aggressiv und auch sehr stark geworden ist. Ebenso hat Dr. Henry Wu zu diesem Zeitpunkt auch diese rötlichen oder auch die weißen Velociraptoren geschaffen, die wir aus Jurassic Park 3 kennen, die aber sehr viel intelligenter sind als die anderen Raptoren, die wir davor gekannt haben. Das heißt, um sich jetzt einfach vorzustellen, wie es denn gewesen wäre, wenn der Spinosaurus schon in The Lost World Jurassic Park 2 am Start gewesen wäre, müssen wir diese Reise von Dr. Henry Wu einfach nur weiter nach vorne schieben. Stellen wir uns einfach vor, Henry Wu hätte es irgendwie geschafft, zwischen Jurassic Park 1 und Jurassic Park 2 mit dem Amalgam Testing zu beginnen und eben nicht erst zwischen Jurassic Park 2 und Jurassic Park 3. In diesem Fall hätten wir tatsächlich auch, naja, zwei Spinosaurier auf der Insel gehabt, denn wir wissen ja,
aus gelöschten Drehbüchern, dass die ganze Nummer ursprünglich hätte so ausgehen sollen, dass wir in Jurassic Park 3 einen Baby-Spinosaurus gesehen hätten, der auch Cooper am Arm verletzt hat. Die Verletzung sehen wir auch im späteren Film. Allerdings wurde die gesamte Szene mit dem Baby-Spinosaurus rausgeschnitten. Ich habe dieser ganzen Szene mal ein eigenes Video gewidmet, das habe ich dir gerade mal da oben verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken, wenn dich das interessiert. Auf jeden Fall gehen wir eben dann davon aus, oder müssen wir davon ausgehen, dass auch mindestens zwei erwachsene Spinosaurier irgendwie auf der Isla Sorna hätten unterwegs sein müssen. Da gibt es ja auch noch ein paar Fantheorien. Ich verlinke dir am besten hier oben einfach gerade mal die gesamte Jurassic Park 3 Playlist von meinem Kanal, wo ich die kompletten Jurassic Park 3 Deleted Scenes und alles drum und dran mal ein bisschen besser erklärt habe oder auch Theorien, die jetzt hier mit dazu spielen. Das heißt, ja, es könnte rein logisch oder es würde rein logisch auch zwei Spinosaurier zum Zeitpunkt von The Lost World Jurassic Park 2 gegeben haben, hätte Dr. Henry Wu eben das Amalgam Testing wesentlich früher begonnen. Das heißt, wir können jetzt hier eigentlich ohne große Probleme einfach die beiden T-Rex ersetzen und naja, zwei Spinosaurier stattdessen mit einbringen. Ebenfalls könnten wir auch ein Baby-Spinosaurus mit einbringen und es würde immer noch passen, weil das ja wirklich ursprünglich der Plan gewesen ist. Und wie gesagt, wenn das Amalgam-Testing einfach früher stattgefunden hätte, hätten die Tiere auch wesentlich länger Zeit gehabt, um sich weiterhin fortzupflanzen. Übrigens, ja, über das Amalgam-Testing an sich wird es auch nochmal ein Video geben, wo das Ganze mehr erklärt wird. Das hat jetzt aber hier erstmal keine Rolle oder spielt jetzt erstmal hier keine Rolle in diesem Video. Um hierbei aber auch ganz klar sagen zu können, wie sich der Spinosaurus denn, naja, verhalten hätte, wäre er in The Lost World Jurassic Park 2 schon mit dabei gewesen, müssen wir die Aggressivität des Tieres mit einbeziehen. Ja, der Spinosaurus verhält sich eher wie ein Monster, weniger wie ein Tier. Das Ganze wird im Jurassic-Universum eben sehr auf das Amalgam-Testing gestützt. Das kann man mögen oder eben auch nicht. Und nein, das war auf jeden Fall damals nicht geplant, als Jurassic Park 3 herausgekommen ist. Inzwischen wissen wir aber, es wurde zum offiziellen Kanon erklärt, dass das Verhalten des Spinosaurus eben aufgrund des Amalgam-Testings zurückzuführen ist. Er ist deswegen so aggressiv und jagt auch genau deswegen den Menschen hinterher. Im ursprünglichen Skript war es eigentlich mehr so eine Art von Rachelust gewesen, weil eben der Baby-Spinosaurus getötet wurde. Im offiziellen Kanon haben wir jetzt aber eben einfach einen sehr aggressiven, blutrünstigen Spinosaurus bekommen, weil Dr. Henry Wu mit dem Amalgam-Testing eben noch andere Komponenten in dieses Tier hineingepackt hat, welches übrigens später auch noch sehr wichtig für den Indominus Rex wird. Ohne das Amalgam-Testing hätte es den Indominus Rex niemals gegeben. Das heißt, auch in diesem Was wäre, wenn der Spinosaurus in The Lost World Jurassic Park 2 dabei gewesen wäre, haben wir nun also zwei Spinosaurier und ja, diese beiden Tiere wären definitiv aggressiver als die T-Rex gewesen. Ebenfalls gehen wir mal davon aus, dass auch die Spinosaurier in The Lost World Jurassic Park 2, also in diesem Szenario hier, die beiden anderen T-Rex umgebracht hätten oder zumindest mindestens einen umgebracht hätten, denn wir wissen aus Jurassic Park 3, dass der Lebensraum des Spinosaurus auf einem ganz anderen Teil der Isla Sorna ist, was auch ein Grund gewesen wäre, warum der Spinosaurus eigentlich gar nicht auf die Truppe getroffen wäre. Das heißt, wenn wir uns jetzt dieses Szenario nehmen und sagen einfach, der Spinosaurus war schon auf der Isla Sorna, als Jurassic Park 2 passiert ist, wäre das trotzdem kein hundertprozentiger Fall gewesen oder hätte es nicht der Fall sein müssen, dass der Spinosaurus auch wirklich auf unsere Helden getroffen wäre, weil er eben einfach auf einer ganz anderen Seite der Insel gewesen ist. Das heißt, auch hier müssen wir das Tier eher auf die andere Seite der Insel verfrachten, genau dahin, wo auch Dr. Ian Malcolm und Co. auftauchen. Was man damit erklären könnte, dass das Tier sich eben durch die gesamten Begebenheiten, Geräusche und alles drum und dran anlocken lässt. Wir sehen ja sogar Helikopter, die auf der Seite der Insel landen. Das könnte den Spinosaurus dazu getrieben haben, eben, naja, die Insel etwas mehr zu erforschen, um herauszufinden, was genau denn da eben los wäre. So, jetzt haben wir nach ewig langem Geschwätze endlich so die Grundpfeiler dieser Was-wäre-wenn-Geschichte geklärt. Dann kommen wir jetzt erstmal zu dem Moment, an dem der T-Rex das allererste Mal wirklich aufgetaucht ist. In dieser Variante jetzt hier haben also Sarah Harding und Nick Van Owen den Baby-Spinosaurus gefunden, haben auch hier gemerkt, dass das Tier verletzt ist, weil Roland eben gesagt hat, er möchte das größte und mächtigste an Land lebende Tier im Jurassic-Universum, ist das eben der Spinosaurus, möchte er jagen und als Trophäe mit nach Hause nehmen. Aus diesem Grund haben er und Archie den Baby-Spinosaurus gefangen genommen. Peter Ludlow hat das Tier ebenfalls verletzt, deswegen ist das Bein auch verletzt von dem Tier und es wurde in den Trailer gebracht, in welchem Ian Malcolm und Sarah Harding sich befinden. Ian Malcolm versucht die beiden zwar irgendwie zur Vernunft zu bringen und sagt ihnen, dass sie das Tier gefälligst wieder, naja, in den Dschungel rauslassen sollen, bevor die Eltern das Tier suchen, aber das klappt nicht so ganz. Denn die Spinosaurier schaffen es relativ schnell,
ihr Kleines wieder aufzuspüren und greifen, genau wie auch im Film Jurassic Park, den Trailer an. Allerdings, wir haben es eben gerade schon geklärt, wäre das sehr wahrscheinlich sehr viel aggressiver gewesen. In The Lost World Jurassic Park sehen wir ja, wie die beiden Eltern T-Rex ihr Kleines erstmal unter die Lupe nehmen, wollen gucken, dass dem Tier auch wirklich nichts passiert und warten dann auch, bis unsere Helden den Baby T-Rex erstmal aus dem Trailer rauslassen und daraufhin verschwinden die ja zuerst im Wald und merken dann daraufhin, das lässt zumindest der Film so ein bisschen andeuten, dass ihr Junges verletzt ist und kehren dann erst wieder zurück, um den Trailer über die Klippe zu schmeißen. Das wäre jetzt hier ein bisschen anders abgelaufen. Der Spinosaurus, das Baby vom Spinosaurus, wäre aus dem Trailer herausgegeben worden, auch von Sarah Harding. Die Tiere hätten ihr Kleines entgegengenommen und hätten daraufhin sofort angefangen, den Trailer zu attackieren. Und zwar nicht einfach nur über die Klippe zu schubsen, denn der T-Rex hat natürlich kaum andere Möglichkeiten, als das Fahrzeug mit dem Kopf irgendwo hinzustoßen, weil er eben nur ganz kleine Ärmchen hat, währenddessen aber der Spinosaurus auch im Film Jurassic Park 3 schon gezeigt hat, was er mit seinen Klauen alles anfangen kann. In Jurassic Park 3 haben wir zum Beispiel auch gesehen, wie das Tier das Flugzeug nimmt und es quasi erst einmal quer durch den Dschungel rollt, bevor er dann mit seiner Schnauze durch die Scheibe hindurchbricht. Ich denke mal, das wäre jetzt hier in diesem Fall genauso gewesen. Der Spinosaurus hätte das Auto, also den Trailer, nicht zwingend über die Klippe geschoben. Er hätte es mit beiden Krallen gepackt und erst einmal durch den Dschungel hindurchgerollt. Da wir hier natürlich auch zwei Spinosaurier hätten, wäre das Ganze in einem kompletten Chaos ausgeartet und die Tiere hätten den Trailer komplett zerstört, bevor er überhaupt ansatzweise über die Klippe geschoben werden könnte. Nick Van Owen oder Sarah Harding hätten hierbei definitiv ihr Leben verlieren können oder wahrscheinlich auch verloren, als die Tiere dann aber aufgehört hätten, auf die Trailer einzutreten, was sie in Jurassic Park 3 auch gemacht haben, wo man sieht, wie der Spinosaurus mit dem Fuß die eine Platte vom Flugzeug nach unten drückt und dann die Sitze eben nach unten kommen, versuchen sich unsere Helden langsam wieder so ein bisschen zu besinnen und versuchen herauszufinden, was passiert ist. In The Lost World Jurassic Park ist es ja so gewesen, also in dem Film, den wir bekommen haben, dass die T-Rex auch den Trailer über die Klippe gestoßen haben, dann aber wieder weggelaufen sind. Die Tiere sind quasi wieder im Dschungel verschwunden und kamen dann erst wieder, als sie Eddie wahrgenommen haben. Der Spinosaurier wäre nicht so einfach wieder abgehauen. Die Tiere hätten weiterhin auf den Trailer eingewirkt und hätten die gesamte Apparatur letztendlich dann auch versucht, über die Klippe zu schieben. Einer der Spinosaurier hätte auch seine Schnauze durch die Fenster hindurch gesteckt. Das ist irgendwie so das Ding des Spinosaurus gewesen, das sehen wir auch in Jurassic Park 3. Also die Tiere hätten diesen gesamten Trailer auf eine ganz, ganz andere Art und Weise bearbeitet, als jetzt eben die T-Rex. Als Vergleich kann man sich hier einfach nur perfekt den Vorfall aus Jurassic Park 3 anschauen, in welchem man eben sieht, wie der Spinosaurus auf das Flugzeug einwirkt. Das könnt ihr euch einfach jetzt genauso vorstellen, nur eben doppelt so heftig mit einfach einer größeren Apparatur, weil der Trailer eben wesentlich größer gewesen ist als das Flugzeug. Eddie hätte also jetzt auch nicht irgendwie bedenkenlos auftauchen können und hätte das Seil seines Fahrzeuges an einem Baum befestigen und eben auch im Trailer befestigen können, um die Helden eben zu retten, weil die Spinosaurier eben immer noch da gewesen wären. Trotz allem, so wie wir Eddie auch im Film gesehen haben, hätte er definitiv versucht, die Gruppe zu retten und das wäre dann wahrscheinlich ähnlich schlecht für ihn ausgegangen, wenn nicht sogar noch schlechter als in Jurassic Park 3. Eddie hätte nämlich einfach das Auto wesentlich weiter wegparken müssen, um die Spinosaurier nicht auf ihn aufmerksam zu machen, um das Seil um den Trailer binden zu können. Allerdings hätte Eddie hier logischerweise seine Idee, seinen Plan ein bisschen umdenken müssen. Die Tiere hätten zuerst weggelockt werden müssen. Deswegen hätte Eddie mit seinem Fahrzeug erstmal die ganzen Lichter an- und ausgeschaltet, hätte damit ganz viel Lärm gemacht und hätte versucht, die Spinosaurier zurück in den Dschungel zu locken. Es hätte auch geklappt, zumindest wäre mindestens ein Spinosaurier hinter Eddie hergerannt und der hätte sich dann irgendwo im Dschungel versteckt, während das Tier eben nicht weiter auf den Trailer einwirkt, der aber jetzt ebenfalls auch schon wie im Film über der Klippe hängt. Wir können jetzt auch so weit gehen und einfach sagen, okay, beide Spinosaurier wären hinter Eddie hergerannt. Eddie hätte allerdings, er hätte nicht wirklich eine Chance gehabt, dann die Tiere wegzulocken und dann mit dem Fahrzeug wieder zurückzufahren. Das heißt, Eddie hätte lediglich die Möglichkeit gehabt, das Fahrzeug irgendwo abzustellen, hätte die Lichter weiterhin angelassen, dass die Spinosaurier bei dem Fahrzeug geblieben wären und wäre dann zu Fuß wieder zum Trailer zurückmarschiert. Das wäre wahrscheinlich aber auch nicht wirklich hilfreich gewesen, denn Eddie wäre kurz daraufhin definitiv gefressen worden. Es gibt einfach keine Variante in der Geschichte, in der Eddie es wirklich geschafft hätte, beide Tiere wegzulocken und dann wieder zurück zum Trailer zu kommen. Und sogar wenn er das geschafft hätte, hätte er nicht von sich aus selber die Kraft gehabt, den Trailer wieder hochzuziehen. Das heißt, hier in diesem Fall, und da muss man wirklich ganz klar sagen, ja, das wäre einfach unumgänglich gewesen, wäre
Während Ian Malcolm, Sarah Harding und Nick Van Owen definitiv in diesem Trailer gestorben. Denn das Einzige, was die beiden oder was die drei ja im Film wirklich gerettet hat, ist das Seil gewesen, das Eddie Carr ihnen runtergelassen hat. Wenn Eddie aber das Seil nicht runterlässt, haben die drei keine Chance, irgendwie wieder da rauszukommen. Und ich habe mir jetzt wirklich überlegt, okay, wie kann ich die Geschichte jetzt weiterentwickeln, um doch zu sagen, ja, die hätten das überlebt. Aber da gibt es einfach gar keine Möglichkeit. Eddie hätte die ganze Nummer überleben können. Er hätte allerdings mit angesehen, wie die Gruppe den Berg herunterfällt und eben der Truck explodiert, wie wir es auch im Film gesehen haben, nur dass in diesem Fall eben alle drei noch da drin gewesen wären. Hätte die ganze Geschichte ähnlich lange gedauert wie auch in The Lost World Jurassic Park 2, also im Film, wären dann irgendwann Roland und Co. aufgetaucht, welche die Spinosaurier vielleicht weiterhin verscheuchen hätten können und hätten dann Eddie Carr mit in die Gruppe aufgenommen. Das heißt, wir ersetzen jetzt einfach hier Eddie durch Ian Malcolm, Sarah Harding und Nick Van Owen, die in dem Szenario einfach gestorben wären. Das ist, glaube ich, wirklich unumgänglich. Die ganze Geschichte hätte sich dann ähnlich abgespielt wie auch im Film. Eddie wäre mit der Gruppe von Roland mitgegangen. Die wären dann letztendlich wieder in einem Zeltlager auf die Spinosaurier getroffen. Und hier hätte es definitiv auch viel mehr Todesopfer gegeben, denn die Tiere sind nun einfach einmal sehr viel aggressiver und sehr viel hartnäckiger als die T-Rexes sind. Ich meine, dieser Moment, in dem der eine, ich habe den Namen schon wieder vergessen, der eine Doktor, der eine Schlange im Nacken hat und dann rennt er durch den Wasserfall durch und wird vom T-Rex gepackt und dann eben gefressen und dann kommt keine 5 Sekunden später Ian Malcolm durch denselben Wasserfall hindurchgerannt. Das heißt, dass der T-Rex ja innerhalb dieser kurzen Zeit wirklich wieder im Dschungel verschwunden sein muss. Das wäre bei den Spinosauriern definitiv nicht so gewesen. Alle Beteiligten, die sich irgendwie versteckt hätten, also im Wasserfall versteckt hätten, wären in diesem Szenario vom Spinosaurus gefressen worden. Der andere Spinosaurier hätte währenddessen weiterhin das gesamte Zeltlager aufgemischt und Roland hätte versucht, das Tier mit seinen Pfeilen zu betäuben. In einem anderen Video, wo ich darüber gesprochen habe, warum denn der Spinosaurus in der Lage war, den T-Rex zu töten, bin ich ja auf die Theorie gestoßen, dass durch das Amalgam-Testing ebenfalls die Schuppenhaut des Spinosaurus stark verstärkt hätte sein können. Das ist eine Möglichkeit, die mit dem Amalgam-Testing wirklich passiert. Ähnliche Sachen hätte man auch mit dem Schuppen Panzer des Spinosaurus machen können. Wie ich darauf gekommen bin, ist ganz einfach: im Kampf Spinosaurus gegen T-Rex hätte der Spinosaurus eigentlich den Kampf verloren, als der T-Rex ihm am Hals gepackt hat. Das ist allerdings nicht passiert. Das heißt, hier kann man davon ausgehen, dass der Spinosaurus durch das Amalgam-Testing ebenfalls wesentlich stärker gemacht worden ist. Zum einen muss sein Knochenskelett wesentlich stärker gewesen sein, damit er eben dem kräftigen Biss des T-Rex standhalten kann. Zum anderen habe ich mich auch gewundert, weshalb der Spinosaurus denn nicht wirklich verletzt gewesen ist, nachdem der T-Rex ihn gepackt hat. Wir sehen zwar ein paar Wunden, aber die sind ja wirklich minimal. Aus diesem Grund bin ich davon ausgegangen, ja, durch das Amalgam-Testing kann man die Haut der Saurier verändern. Das ist ein Fakt. In der Welt von Jurassic geht das. Warum nicht auch beim Spinosaurus? Das heißt, auch Roland hätte hier eher schlechte Karten gehabt, mit dem Betäubungsgewehr auf den Spinosaurus zu schießen. Die Pfeile hätten entweder die Haut nicht mal durchdringen können, aufgrund dessen extrem starke, gepanzerte Haut. Wäre es allerdings doch geschehen, hätte es eine ganze Weile länger gedauert, bis die Betäubung erstmal in die Blutbahn des Spinosaurus durchgedrungen wäre. In diesem Szenario also auch ganz klar, wäre das hier das Ende von Roland gewesen, der die ganze Nummer natürlich nicht hätte kommen sehen, denn das Amalgam-Testing ist eine geheime Operation gewesen. Niemand wusste von dem Amalgam-Testing und ich glaube auch wirklich, dass die gesamte Geschichte rund um Dr. Henry Wus Forschung nicht mal mehr einem Simon Maserani bekannt gewesen ist. Zumindest wurde das eben niemals angedeutet, dass auch nur irgendjemand davon wusste, dass Henry Wu mit noch ein paar anderen Wissenschaftlern, übrigens auch mit Wissenschaftlern von Biosyn zusammen, an diesem Amalgam-Testing gearbeitet hat. Wir hätten nun also auch einen Riesenteil unserer Gruppe verloren und auch Roland wäre dem Spinosaurus hier zum Opfer gefallen. Nehmen wir einfach mal an, das Gift hätte allerdings doch letztendlich gewirkt. Der Spinosaurus wäre betäubt gewesen und wäre in seinen tiefen Schlaf gefallen. Das heißt, ja, auch jetzt hätten wir den Spinosaurus tatsächlich nach San Diego verfrachten können. Und was dann hier passiert wäre, ich glaube, das kann man sich ganz schwer ausmalen. Man muss sich vorstellen, dass wir jetzt ein Tier in einer Großstadt haben, welches aggressiv auf nahezu alles reagiert, auf Lichter, auf Geräusche, welches einen unfassbaren Jagdtrieb hat, der eben durch das Amalgam-Testing nochmal manipulativ verstärkt wurde. Ein Tier, dessen Knochenskelett verhärtet ist, ein Tier, dessen
dessen Panzerung oder dessen Haut stärker angepasst wurde. Wir haben jetzt hier also ein wahres Monster in der Innenstadt von San Diego. Im Großen und Ganzen kann man wirklich sagen, es gibt hier auch keine Variante in so einem Szenario, in welchem die Menschheit es nicht geschafft hätte, diesem Tier irgendwann einen Riegel vorzuschieben. Auch in diesem Szenario hätten wir den Spinosaurus früher oder später irgendwie wieder zurück auf die Isla Sorna bekommen. Allerdings hätten wir hier wahrscheinlich doppelt so viel Zerstörung gehabt, wie eben der T-Rex es in The Lost World Jurassic Park 2 hinterlassen hat. Nehmen wir einfach nur mal das Szenario mit Benjamin, das ist der kleine Junge, dessen Hund vom T-Rex gefressen wird, der dann meint, es wäre eine schlaue Idee, noch ein Foto vom T-Rex zu machen und das Tier dann eben ausflippt. Nehmen wir einfach mal an, dass in diesem Szenario nicht der T-Rex, sondern der Spinosaurus aufgetaucht wäre. Der hätte auf jeden Fall nicht so langsam sich erst einmal rangepirscht und hätte erst mal versucht, Bewegungen wahrzunehmen. Nee, der Spinosaurus wäre direkt mit seinem Kopf durch das Fenster durchgeschlagen und hätte sich die Familie geschnappt. In diesem Fall wahrscheinlich eher nur Benjamin, weil der war ja vorne am Fenster und ist danach erst zu seiner Mutter und seinem Vater rübergelaufen, um die beiden eben zu holen. Aber das hier wäre auf jeden Fall das Ende von Benjamin gewesen. Im Großen und Ganzen kann man also sagen, dass das Grundgerüst des Szenarios wäre ähnlich abgelaufen. Auch hier hätten wir ganz zum Schluss es irgendwie geschafft, das Tier wieder zu bändigen und hätten den Spinosaurus zurück auf die Isla Sorna gebracht. Allerdings hätten wir eben wesentlich mehr Opfer. Bin jetzt hier auf Eddie gar nicht mehr eingegangen. Es gibt jetzt, also Eddie hätte genauso realistisch überleben können, wie er hätte sterben können. Das ist irgendwie, keine Ahnung, Schrödingers Eddie. Solange wir nicht sehen, ob Eddie noch da ist, ist er gleichzeitig tot, aber lebt auch noch. Also da kann man sich jetzt selber überlegen. Es gibt also kein Szenario, wo ich sage, doch Eddie hätte hier auf jeden Fall sterben müssen. Genauso wie ich nicht sagen würde, Eddie hätte das Ganze überleben müssen. Aber ihr merkt schon, dass die Zerstörung und die Gewalt wesentlich heftiger gewesen wäre, wenn wir einfach nur den T-Rex gegen den Spinosaurus ausgetauscht hätten. Wir hätten einfach mal die gesamte Gruppe verloren von Ian Malcolm, von Sarah Harding und von Nick Van Owen. Dabei bin ich auf Kelly noch gar nicht mal eingegangen. Und Kelly hätte das Ganze natürlich auch überlebt, weil die ja auf dem Hochsitz gesessen hätte. Und Kelly wäre dann natürlich auch später nochmal von Eddie und eben aber auch von Roland und seiner ganzen Gruppe runtergeholt werden müssen. Denn Eddie wusste ja immer noch, wo Kelly sich versteckt. Die hätte natürlich ein unfassbares Trauma, denn ihr Papa ist eben gerade gefressen worden. Der ist die Klippe runtergefallen und eben im Trailer mit in Luft geflogen. Also hätten wir eigentlich hier immer noch Kelly und Eddie, die mit der Gruppe mit dabei gewesen wären. Das heißt, man könnte im Endeffekt sagen, dass die beiden letztendlich dann noch in San Diego die Rolle gespielt hätten, die eigentlich Ian Malcolm und Sarah Harding in San Diego hatten. Die beiden hätten dann eben die gesamte Situation in San Diego wieder entschärft, indem sie den Spinosaurus hätten betäuben können, was irgendwie auch Sinn ergibt. Ich meine, ja, Roland konnte den Spinosaurus nicht wirklich schnell betäuben. Das Tier ist eben erst dann in den Schlaf gefallen, als Roland wirklich tot gewesen ist. Aber es macht Sinn, dass Eddie das Tier jetzt wirklich niederschießt. Zum einen wäre das so ein kleiner Racheakt, dass Eddie sich quasi am Spinosaurus rächt dafür, was er getan hat. Und aber eben auch, dass Eddie, wie er auch am Anfang von The Lost World ja sagt, ein sehr starkes Nervengift mit dabei hat, nämlich das von diesem Frosch. Davon erzählt er ganz am Anfang in The Lost World, wo er noch meint, wenn sich damit ein Mensch in den Fuß schießt, dann stirbt er einfach, bevor er überhaupt merkt, dass ein Unglück geschehen ist. Aber diese Betäubung sollte eben ein Dinosaurier sehr schnell in den Schlaf bringen. Eddie versucht ja dann später auch, als er im Film von den T-Rex gefressen wird, dieses Gewehr noch irgendwie zu kriegen. Ich weiß gar nicht, ob da der Plan ist, die Tiere zu töten. Auf jeden Fall wäre das in diesem Was-wäre-wenn-Szenario sehr logisch gewesen, dass Eddie eben mit seinem wesentlich stärkeren Gift den Spinosaurus irgendwie zur Strecke bringt, ob er ihn einfach nur betäubt und dann zurück auf die Isla Sorna bringen lässt oder ob er dann den Spinosaurus wirklich tötet. Das kann man sich jetzt auch wieder selbst überlegen. Das heißt, das Ende dieser Geschichte wäre gewesen, dass Eddie und Kelly die ganze Nummer überlebt hätten. Sie hätten sich dann im Fernsehen am Ende die Rede von John Hammond angesehen. Und die Geschichte wäre also genauso geendet wie der eigentliche Film, nur dass er eben wesentlich heftiger gewesen wäre, dass wir wesentlich mehr Verluste gehabt hätten und dass eben die ganze Überlebenskonstellation sich einmal komplett gewandelt hätte. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Habe ich hier irgendwas übersehen, wo du sagen würdest, na, da müsste man vielleicht aber auch noch ein bisschen mehr drehen? Schreib es mir auf jeden Fall in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal.